Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Kapteinland, ich habe heute Morgen mehr erwartet von der SPD. Sie dürfen nicht alle Probleme, die es hier sicherlich gibt, dem Thema Einsamkeit zuschreiben. Im letzten halben Jahr hat die schwarz-grüne Zukunftskoalition und Ministerpräsident Hendrik Wüst deutliche Schritte zur Einsamkeitsbekämpfung gemacht. Dies hat scheinbar die SPD-Fraktion nicht mitbekommen, wenn man heute den vorliegenden Antrag liest. In der Regierungserklärung 2022 hat unser Ministerpräsident deutlich gemacht, dass das Thema Einsamkeit einen hohen Stellenwert hat. Und das auch hier bei uns. Er hat die Folgen und Ursachen benannt und sehr klar gemacht, dass wir Einsamkeit bekämpfen und bekämpfen werden. Seitdem wurde das Thema selbstverständlich weiter behandelt und angepackt. So hat unser Ministerpräsident unter anderem eine Stabsstelle in der Staatskanzlei eingerichtet, um für das Thema Einsamkeit eine feste Verankerung in der Landesverwaltung zu schaffen. Ich verstehe jetzt hier nicht dieses O. Das war ein zentraler Beschluss der Enquetekommission. Ein weiterer großer Schritt war der Landtagsbeschluss vom 4. Mai auf Antrag von CDU und Grünen. Wir haben mit diesem einen konkreten Fahrplan zur Einsamkeitsbekämpfung aufgestellt. Die Landesregierung wurde beauftragt, eine Strategie zur Einsamkeitsbekämpfung und Prävention zu erarbeiten und regelmäßig zu evaluieren. Wir sind sogar noch weitergegangen, indem wir die Landesregierung beauftragt haben, die Engagementstrategie für 2024 auf die Förderung von Projekten gegen Einsamkeit auszurichten. Damit stellen wir schnell und einfach 2 Millionen € für eine große Zahl von Projekten zur Verfügung. Ganz aktuell, Sie haben es schon benannt, hat Hendrik Wüst das Thema Einsamkeit auf seiner Japanreise aufgegriffen. Neben einem Treffen mit dem japanischen Wirtschaftsminister stand dort auch ein Austausch mit Professorinnen und Professoren auf dem Programm, die sich mit diesem Bereich auskennen. Zudem wurden zwei Projekte besucht, die der Bekämpfung von Einsamkeit dienen. Somit war Einsamkeit eines der Schwerpunktthemen dieser Asienreise. Es wird deutlich, wir haben das Thema Einsamkeit und ihre Bekämpfung bzw. Prävention aus der Tabuzone geholt. Wir sagen ihr den Kampf an und handeln auch danach. Was haben Sie, liebe SPD, in dieser Zeit gemacht? Schaut man sich Ihre große Anfrage an, wird schnell klar, dass es bei vielen Fragen nur am Rande um das Thema Einsamkeit geht. Hier mal ein paar Beispiele. Sie fragen danach, wie die Wohngeldreform in Nordrhein-Westfalen umgesetzt wird und welche Stellen daran beteiligt sein werden. Die Auswirkungen auf die Einsamkeitsbekämpfung durch die Reform erfragen Sie nicht. Genauso fragen Sie nach den Kosten der Armutskonferenz. Die Nutzen zur Armutsbekämpfung ignorieren Sie dabei. Auch fragen Sie nach der kommunal scharfen Entwicklung der Mietpreise in den nordrhein-westfälischen Kommunen seit 2000. Um das Thema Einsamkeit geht es dabei schon gar nicht mehr. Einen guten Nutzen hat Ihre große Anfrage jedoch. Sie ruft uns allen noch mal ins Bewusstsein, wie viel die Landesregierung bereits gegen Einsamkeit unternimmt. Der mangelnde Bezug zur Einsamkeit setzt sich hier in Ihrem Antrag fort. Über kostenloses Mittagessen in Kitas und Schulen kann man durchaus diskutieren. Allerdings fehlt es an einem konkreten Zusammenhang mit der Einsamkeitsbekämpfung. In weiteren Punkten bleibt Ihr Antrag hinter den bereits befassten Beschlüssen zurück. Der Landtag hat längst festgestellt, dass Einsamkeit ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das mehr Aufmerksamkeit bedarf und ein Querschnittsthema ist. Dies haben wir schon gemeinsam in der Enquetekommission festgestellt. Wie bereits erwähnt, wurde die Landesregierung beauftragt, eine Strategie zur Einsamkeitsbekämpfung und Prävention zu erarbeiten und einen Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen zu erstellen.
Auch haben wir die Engagementstrategie ganz bewusst als erstes Mittel, hören Sie zu, als erstes Mittel gewählt, um viele verschiedene Projekte auf unbürokratische finanziell zu unterstützen. Gerade niedrigschwellige Angebote können wir damit erreichen. Der Beschluss ist jetzt rund einen Monat her. Für eine vernünftige Umsetzung muss man der Landesregierung auch einen entsprechenden Zeitraum einräumen. Aktionismus hilft uns langfristig nicht weiter, denn der Kampf gegen Einsamkeit ist ein Marathon und kein Sprint. Mir liegt die Einsamkeitsbekämpfung und Prävention sehr am Herzen. Ich freue mich auf weitere Beratungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.